So, ein bisschen Puder noch, Lackschuh an und ab auf den Kutschbock. Im Anzug wohlgemerkt. Man will ja schließlich auch ein bisschen repräsentieren. Zumal ein ganzes Kamerateam im Hause ist. Denn jetzt wird es ernst für den singenden Trucker Winnie Biermann. In wenigen Wochen nämlich kommt sein erstes Album auf den Markt. Und das soll dann auch jeder sehen können. Das sind kleine Werbevideos, wo jedes Lied quasi kurz angesungen wird und nachher alles dann halt zusammen zu einem großen Video verpackt wird und dann halt im Fernsehen zu sehen ist und halt eben in der Werbung. Tja, so schnell kann's gehen. Noch im August sang Winnie bei der Arbeit, vor allem für sich allein. Nur als Dan Bokelsen Tenor, auch schon mal vor größerem Publikum. Dann aber die Idee. Warum nicht beides kombinieren? Und schon war der singende LKW-Fahrer geboren und Winnie Biermann innerhalb weniger Tage bekannt. Aber ich habe 10 bis 12 und mehr beinahe, denn für mich, ja für mich, sind die Mädels nur zum Küssen. So wurde dann auch Sony Music Entertainment auf den gemütlichen Tenor aus Bocholt aufmerksam. Und das ist immerhin eines der größten Plattenlabel weltweit. Ihren Bericht von Bocholt TV, über den kam ZDF Halle Deutschland auf Winnie zu und hat einen Bericht gedreht. Und den haben wir wiederum ganz zufällig gesehen und haben nur so aus dem Augenwinkel gesehen, wie dann ein LKW-Fahrer im Lastwagen saß und den Mund so öffnete, als würde er Opern singen. Und wir dachten, also, das gibt's doch überhaupt nicht. Und haben dann quasi Winnie ausfindig gemacht und haben uns mit ihm getroffen und waren völlig begeistert. Und nicht nur Sony. Sämtliche große Zeitungen, Fernseh- oder Radiosender berichteten vom singenden LKW-Fahrer aus Bocholt. Sogar beim amerikanischen Sender NBC läuft die Story. Das alles, was danach kam, ist ja alles irgendwo gar nicht fassbar. Also ich war im Tonstudio, ich war mein erstes Album eingesungen und eine unglaubliche, verrückte Zeit, auch die richtig Spaß macht und jetzt sind wir kurz davor, das Album zu veröffentlichen. Ab dem 13. März gibt's Winnies erste CD dann im Handel. Mit 12 Liedern, wie natürlich ob blond, ob braun, dem Opernhit Nessun Dorma oder Ein Lied fährt um die Welt. So heißt dann auch die CD. Allesamt Winnies Lieblingslieder. Denn 100% Winnie lautet das Marketingkonzept. Neben seinem blauen LKW gehören dazu Bocholter Singsang in Interviews und natürlich auch seine Heimatregion im Musikvideo. Wir haben ja eine wunderschöne Heimat hier und hier gibt es tolle Plätze. Wir waren heute Mittag Richtung Iselburg unterwegs. Heute Abend fahren wir dann Richtung Borken und irgendwo binnen durch. In der Heide, sag ich mal, gibt es wunderschöne Plätze, wo dann auch gefilmt werden kann. Ich habe vorher Bocholt noch nie gehört und habe dann erst durch Winnie von dem Ort Bocholt gehört, muss dann auf der Landkarte auch erstmal gucken, wo er ist. Und bin zum ersten Mal dann hier gewesen und sehr sympathische Leute. Ich kann nur schwärmen von Bocholt. Wie Bocholt und Umgebung dann im Musikvideo rüberkommen, da dürfen wir gespannt sein. Also Augen offen halten.